So, hallo hier vom Ardennen Cup 2015 hier aus Edelbrück aus der Deichhall. Der Ardennen Cup, einmal im Jahr über 4 Tage ein Billard-Event, der seinesgleichen sucht. Hier in der Deichhall wurden 29 Billardtische aufgestellt für mehr als 370 Billardspieler aus mehr als 30 Nationen. Hier wurde gespielt 8 Ball der Herren, hier wurde ein Team-Cup gespielt und parallel dazu auch noch eine Euro-Tour der Damen. Und heute am letzten Tag, am Finaltag, verdienen sich jetzt 96 Spieler, Herren, qualifiziert haben. Haben wir hier ein Match auf dem Tisch 1. Zum einen haben wir hier den Kevin Becker gegen Johannes Schmidt, ein noch junger Spieler, 17 Jahre alt. Akribisch aufgebaut. Gespielt wird 8 Ball auf 6 Gewinnspiele. Die Halle ist voll hier. Ist reger Betrieb. Kevin Becker, nachdem er das Ausstoßen für sich entscheiden konnte, folgedessen auch dran mit dem Breaken. Der Breaker eine ganz wichtige Situation oder wichtiger Punkt beim Billard, von dem viel abhängt, ob der Spieler weiterhin am Tisch verbleiben darf und weiterspielen kann und natürlich, ob er halt auch entsprechendes Bild hat zum Ausschießen. So, Kevin Becker. Da ist was gefallen, aber auch die Weiße. Das bedeutet, Johannes Schmidt mit der ersten Möglichkeit hier am Tisch sein können zu zeigen. Hier im Bild Kevin Becker von den Pool Tigers. So wie es ausschaut, wählt Johannes Schmidt die halben. Ja. Glück gehabt, da werden fast die Weiße ab. Auf Tisch 15. Michael Gavenchak, Tim de Ruiter. Michael Gavenchak, Tim de Ruiter, table 15. Auf die 16, Jürgen Kaplan, Christoph Marin. Jürgen Kaplan, Christoph Marin. Oh, und da war's. Auf die 18, Nico Ottermann. Ah, der Fehler. So, Kevin Becker. Kevin Becker von den Pool Tigers. Einer kleinen, schlagkräftigen Truppe. Mit einigen sehr jungen Billardspielern. Die sich gegenseitig fördern. Die einen Förderer haben, einen Trainer.
und auch Betreuer, der die Funktion auch eines Betreuers innehat. Ja, und damit geht Kevin Begger mit 1:0 in Führung. Der Aufbau kontrolliert. Scheint nichts gefallen zu sein. Paul Biller Club, Joker, Kamp Limpfort.
Er ist hier am Analysieren des Bildes. Ja, Kevin Bigger, ein sehr erfahrener, routinierter Spieler, das zeigt er hier auch. Sehr konzentriert und auch konsequent. Weiß nicht ganz so glücklich, ist ein bisschen weit gelaufen, aber ist immer noch gut. Die ist noch gut. Ja, das war die 8 zum nunmehr 2:0 für Kevin Bigger.
So, Kevin Begger, Freight. Was gefallen. Weil auch mal gleich die Folie hier entfernt. Die Frage, ist das jetzt too much angle, zu viel Winkel? Ungünstig. Mark Meijer naar de toernooileiding graag. Mark Meijer naar de toernooileiding.
Okay. Stellung ist gut. Jetzt ist die Frage, hat er den Winkel? Hat er den Winkel? Passt. Tja, Kevin Begger baut seinen Vorsprung weiter aus. Auf ein nunmehr 3:0 Vorsprung. Und Break hat Johannes Schmidt. So, wo ist Johannes Schmidt? Der hat sich wohl gerade hier etwas verabschiedet. Kevin Begger, Pool Tigers. Übrigens gibt es zu den Pool Tigers auch ein recht interessantes Interview auf meinem Kanal mit Ralf Nanka. Zum Thema Pool Tigers. Was sind die Pool-Tiger? Wie setzen die sich zusammen? Wie funktioniert das? Wie ist es aufgebaut? Was ist der Sinn dahinter? Ja, und was machen die mit all dem vielen Geld, was die verdienen auf den Turnieren? Ne, Quatsch, ist ein hochinteressantes Interview, an dem man sich schon irgendwo so ein bisschen Beispiel nehmen kann. Das ist eine schöne Initiative, die Pool-Tigers. Ist in der Hauptsache auf Jugendförderung ausgerichtet. Ermöglicht jungen Leuten, jungen talentierten Leuten, sich zu verbessern, sich zu messen mit entsprechend hochwertigen, qualitativ hochwertigen Gegnern auf halt den entsprechenden Turnieren. Und wie das so rundherum abgeht, wie das alles hier so läuft, das könnt ihr euch gerne mal direkt von Ralf Menker anhören. Ja. Ansonsten findet ihr auch noch zahlreiche andere Interviews. Interviewer auch hier aufgezeichnet auf dem Ardennen Cup mit Oliver Ortmann zum Beispiel. Mit Michael Vollmer, einen der Köbauer bei uns in Deutschland. Auch sehr interessant, welche Philosophie er beim Köbau hier eigentlich betreibt. Er hat seine Linie. Für ihn zählt weniger Show als mehr Qualität. Qualität vom Kö, das ist für ihn wichtig. Und dass er sich auch spielen lässt und nicht einfach nur gut ausschaut. Das ist ein wichtiges Kriterium. Also für mich als Billardspieler wäre definitiv wichtiger, ein Kö zu besitzen, mit dem ich gut spielen kann. Ein Köhl, mit dem ich auffalle, der einfach nur gut aussieht, bringt mir in meinem Spiel eigentlich wenig. Andere schauen mich vielleicht neidvoll an, aber ich
glaube, davon kann man sich nichts kaufen. Was gibt's noch? Es gibt ein Interview auch mit Andreas Sommer zu Team Kiste. Interview mit Joshua Filler. Also es gibt vieles Interessantes hier. Oliver Ortmann war ein richtig sehr sympathischer Mann, angenehmer Gesprächspartner. Ich bin eher ein kleiner Bewunderer von Oliver Ortmann. Ich habe da tierisch Respekt davor. Und zwar vor den Erfolgen, diesen Weg, den er gegangen ist. Über die Poolbillard-Schiene. Das ist mit Sicherheit kein einfacher Weg. Mit Erfolgen, aber auch mit Sicherheit mit zahlreichen Misserfolgen. So, Johannes Schmidt breakt. Die Frage ist, was gefallen? Kann er weiterspielen? Ist Fortsetzung drin? Dem scheint so. Also auf jeden Fall. Also, ja. Also die Halben liegen eigentlich gar nicht so verkehrt. Jetzt den richtigen Weg durch die Kugeln finden. Natürlich auch die entsprechende Technik an den Tag legen. Und dann sollte da eigentlich ein Pünktchen drin sein. Okay. Die 15, die 13 in die Mitteltasche, die 14, die 9. Hoch zur 12, von der 12 auf die 11 und von der 11 auf die 8. Wäre jetzt so für mich eine Lösung. Ob das natürlich eine vernünftige Lösung ist, das weiß ich nicht. Da hat jeder so seine, naja, seine Vorlieben. Jeder sieht das etwas anders da. Billard ist so, was soll man sagen, so interessant, so vielfältig. Es gibt so viele Wege und so viele Möglichkeiten, etwas richtig, aber auch etwas falsch zu machen. Wenn man mit Billard infiziert ist, dann wird ein Leben lang wieder so sein Problem damit haben. Das ist ein Virus, der geht nicht mehr weg. Das ist anders so wie Grippe. Grippe kann man heilen. Da gibt es Tabletten dafür. Für den Billardsport nicht. Billardsport bleibt Billardsport. Und wer da einmal mit angefangen hat, der schleppt das ein Leben lang gnadenlos mit sich herum. Aber ihr könnt mir glauben, es gibt wirklich Schlimmeres. Sieht ganz gut aus, was der Herr Johannes Schmidt hier macht. Er hat hier, wie man sieht, einen ganz anderen Weg gefunden. Vielleicht sogar einen viel besseren Weg, wie meinen. Auf jeden Fall. Einen, den er halt auch spielen kann. Das muss man immer so ein bisschen individuell sehen. Okay. Position passt eigentlich, das ist okay. Ja, also die Chance hier mal einen Anschlusspunkt zu machen, das ist ganz wichtig, das wäre wichtig, damit er hier wirklich noch ein bisschen eine Chance wahrt. Schön, gut. Johannes Schmidt hier. Hm? Ja, da sind wir ein Teamkollegen hier auch, vom Kevin Becker, den Tobias Bongers. So, der Johannes Schmidt macht hier einen ganz wichtigen Anschlusspunkt. Auf Tisch 21,
Janis Betsche, Max Kreiner, Janis Betsche, Table 21. Auf die 20. Fabian Schneider, Jan Zboril. Fabian Schneider, Jan Zboril. 17 Jahre. Table 20. Auf die 20. Hat noch viel vor. Jörn Brauer, Philipp Hoffmann. Jörn Brauer, Philipp Hoffmann, Table 20. So, Kevin Becker am Break. Auf die 23. Alessio Stamm, Leon Kohl. Kevin Becker hat übrigens einen Spitznamen, man nennt ihn auch The Sniper. Ja, er kontrolliert. Diese Kontrolle dient auch vorwiegend dient die Kontrolle dazu, seinen Brechpunkt zu ermitteln. Von wo aus man am besten jetzt breaken kann. Ja, das schaut man schaut auch, gibt es hier irgendwo Lücken zwischen den Prügeln und entsprechend versetzt man dann halt auch seine Weise. Ja. Die Schablone entfernt. Ja, die wäre einfach. Für das Mädelsturnier und Juniorenturnier kann man sich jetzt melden. Das ist so der Knackpunkt hier, dieser Ball. Die nachfolgende Position. Oh, okay. Das lief jetzt nicht so, wie er es jetzt eigentlich sich ja, zurechtgelegt hatte, wie er es geplant hatte. Jetzt, ja, jetzt wie es auch mal so schön, jetzt müssen wir den Plan B auspacken. Plan B, wie kann der aussehen? Klar, die 10, die könnte ja dann spielen hier, ne? Aber dann wieder von der 10. Von der 10, wie geht's dann wieder weiter? Welche Position wäre jetzt am günstigsten hier? Dachte ich, meine ich auch. Ja, links, ja, höher die 15. Über, ja, lange Bande, kurze Bande. Hinten raus, rechts an die lange Bande und dann Position auf die 14. Ja, hier. So in etwa, wo er hier seine Hand hinlegt. Ja, in dem Bereich.
Da, genau, da hätte ich jetzt gerne, da hätte ich jetzt gerne die Weise. Ja, da spricht sich so einfach. Sieht dann auch am Ende einfach aus. Ist es aber nicht. Vorzugsweise wird er jetzt wohl die Weise mit etwas Lauf spielen. Ja, genau. Genau so, ja. Sehr gut gemacht, sehr gut. So, jetzt muss er halt natürlich schauen, dass er jetzt noch die Position, dass er die jetzt noch auf die 8 gelenkt, ne? Aber das ist jetzt nicht einfach und das sieht man auch. Das sieht man auch an seinem Gesicht. Und warum ist das jetzt nicht einfach? Weil hier rechts oder links nämlich, da liegt die pinkfarbene 4. An der muss er ja zum einen vorbei, mit der darf er nicht kollidieren. Zum anderen, ja, da deutet er es an, das wäre so die Linie, der weiß jetzt, ja. Also das heißt, wenn er die 14 spielt, dann läuft er die Weiße links an die lange Bande. Da halt nicht die 4 treffen, also wird sie hier so an dem, die haben, ja, da, ja, genau. Und da wird er dann hinkommen, aber dann läuft er die Weiße ziemlich weit runter an die kurze Bande. Jetzt ist dann die Gefahr, dass die Weiße vielleicht auch an der 1 hängen bleibt. Weil eigentlich müsste jetzt über zwei Banden spielen. Das heißt, die lange Bande. Oh, yeah. Und das ist natürlich übel. Das ist natürlich übel, ja. Er sagt sie trotzdem an. Warum sagt er sie an? Er wird jetzt hier seinen Jump-Curl zur Hilfe nehmen. Das ist was anderes, bleibt ihm gar nicht übrig jetzt. Das war schwierig. Die war wirklich schwierig. Die war schwer zu spielen. Das sieht man vielleicht gar nicht so, ja. Aber es ist das Problem. Er musste ja hier vor der 4 vorbei. Ja, also hat er den Winkel hier runter. So, da muss er aufpassen, dass er an der 1 nicht hängen bleibt. Bleibt an der 1 hängen. Und die Weiße bleibt anstelle der 1 liegen. Dann hat er einen Safe. Dann liegt die 5 zwischen der 8. Also muss er versuchen, hier unten an der 1 vorbei, an die kurze Bande und dann möglichst vielleicht wieder ein bisschen hoch, na, zur langen Bande und dann halt, ja, Position auf die 8 zu bekommen. Und da muss er sich jetzt quälen hier, das ist ganz schwierig hier. Ja, da ist es ein Foul, ja. Ja. Das bedeutet für den Johannes Schmidt, Ball in Hand. Das ist ein offener Tisch hier. Der ist offen, also ist vom Gegner keine Kugel mehr dazwischen. Das heißt, er kann sich hier seine Wege viel einfacher zurechtstecken. Er hat, sind ja nur seine Kugeln. In welcher Reihenfolge er die Runde spielt, ist egal, ist seine Sache. Das sind nur die Situationen beim Achtball, die eigentlich recht übel sind. Man beginnt mit dem Achtball, man spielt sich durch die gegnerischen Kugeln durch, um möglichst den Gegner ja nicht an den Tisch zu lassen und versagt dann bei der letzten Kugel oder halt bei der Stellung dann auf die 8 und hinterlässt dem Gegner einen offenen Tisch. Und das Schlimme ist ja, ne, der Gegner kann ja dann auch noch mit einem spielen, und zwar taktisch, ne, nach allen Regeln der Kunst. Weil wenn der Johannes Schmidt jetzt, würde sich jetzt nicht so trauen, einen Ball zu lochen, dann könnte er einfach einen Safe spielen. Hat er so viele Kugeln auf dem Tisch, dann legt er einen Safe. Legt dann Safe, wartet drauf, bis der Gegner dann einen Foul begeht, bis er Ball in Hand bekommt und so seine Probleme denn einfacher zu lösen sind. Die war jetzt aber gefährlich. Ja, da muss der Moment warten hier. Ein Nachbartisch wird auch gespielt.
ja. Klar, die drei in die Mitteltasche. Aber dann ist ja kein wirklich einfacher Ball da. Und das Problem ist ja, durch das, dass die Weiße so ziemlich tief im Loch liegt, er wählt die 2. Die ist jetzt aber auch nicht ganz einfach, aber er hat hinterher bessere Möglichkeiten, eine Kugel in Folge zu spielen. Ja, das hätte er beim 3-3 jetzt nicht gehabt. Ja, besonders ganz gut, aber der Winkel ist ein bisschen wenig Winkel. Ja, Winkel hätte es können ein bisschen mehr sein. Da muss ich jetzt ein bisschen quälen, ja. Ja, da hätte ich sie gerne hin jetzt, die Weise. Ja, so wie es ausschaut, ist er doch in der Lage, von dem Fehler von Kevin Becker zu profitieren, der sich halt hier verstellt hat auf die 8. Ja, und drin, also wiederum nutzt Johannes Schmidt seine Chance, seine Möglichkeit, die es sich ihm bietet und hält den Anschluss an den Kevin Becker. Neuer Spielstand, Johannes Schmidt gegen Kevin Becker. 2-3. Breakhard Johannes Schmidt. Also das sieht, anspruchsvoll aus. Das Bild sieht anspruchsvoll aus und das spricht auch das Gesicht von Kevin Becker. Das ist kein Bild für alle Tage. Tja, und hier wird gar nichts anderes übrig bleiben, als die halben zu spielen. So wie es ausschaut, geht die 9 wohl lang und können sich da irgendwas was lösen. Das ging. Können sie lösen.
Genau, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Er wird wohl die nächste wird die 14 sein. Mit der 14 drückt er auf die 10. Die 10 schiebt hier die 11 etwas rüber. An die lange Bande. Wenn das richtig spielt, dann denke ich mal, wird er mit der 13, mit der orangefarbenen halben weiter spielen. Oder vielleicht mit einer der oberen dann. Schauen wir mal. Ja. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ich glaube, er hätte da lieber gebremst. Mit den vollen Kugeln. Aber geht noch, geht noch. Geht noch. Ah, ist, ist anspruchsvoll. Ist auf jeden Fall ist es anspruchsvoll. Nach wie vor. Ist jetzt nicht so der sogenannte Kinderteller. Zu kurz. Da war ein Kontakt war ungünstig hier. Spiele gespielt. Dann Lösungen gesucht. Ah, die passt hier durch. Das macht es natürlich etwas einfacher jetzt. Ja, dann. Ja, klar. Okay, die 13 unten links in die Ecktasche, die 14 oben rechts in die Ecktasche, die 11 vor der Mitteltasche als Schlüsselball, als Positionsball auf die 8. Mhm. Tja, deswegen spielen die Jungs hier am TV-Tisch und ich sitze dahinter. Schaut doch eigentlich gut aus. Schön. Kevin Becker legt wieder eins drauf. Mal schauen, ob Johannes Schmidt wieder eins nachlegen kann. Break hat Kevin Becker. Ja, aktueller Spielstand. Johannes Schmidt liegt mit 2-4 hinten gegen Kevin Becker. Kevin Becker hat Break.
Möglichkeit, mit dem Mann aus seinen Vorsprung auszubauen. Gespielt wird auf 6 Gewinnspieler. Schauen wir mal. Tja, Johannes Schmidt. Mal schauen, ob er jetzt wieder nachlegen kann. Das ist halt für abhängig, ob jetzt bei Kevin Begger ein Break, das Break kommt. Das heißt, bleibt die Weiße auf dem Tisch, kann er anschließen mit dem Bild, was liegen bleibt, etwas anfangen. Da hat er eine kleine Problemgruppe da oben. Mit der 5, mit der 7. Die muss ihn aber eigentlich nicht interessieren. Viel schlimmer ist, es ist nichts gefallen. Das heißt, Johannes Schmidt ist am Tisch. Johannes Schmidt am Tisch. Und, tja. Mal schauen, ob es ihm gelingt. Wieder ein Spiel nachzulegen, das wäre natürlich, das wäre auch psychologisch wichtig. Weil je größer der Vorsprung, umso mehr wird auch das Selbstvertrauen wiederum, so mehr stärkt man dann das Spiel vom Gegner. Immer unter Druck setzen, das heißt schauen, dass der Gegner nicht so davonziehen kann. Und selbst wenn er davonzieht, niemals aufgeben. Bei den Junioren zur Anmeldung fehlen noch Weißhaar Erik, Limbach Nikolas, Wisch Benjamin. Bitte die drei noch melden. Weißhaar Erik, Limbach Nikolas. Schöner Einsteiger, allerdings. Benjamin. Weniger erfolgreich. Tja, wie geht's jetzt weiter? Ein langes Ding auf die 12. Die pinkfarbene Halbe ja mitten auf dem Tisch. Ja. Aber er hat ja auch nochmal einen anspruchsvollen Ball, die 15. Da bin ich ja mal gespannt, wie er das löst, beziehungsweise ihm hierauf die Stellung gelingt. Problem gelegt. Die 9 zur 6. Mal dann gleich schon wieder beginnen, hier zu lösen, Probleme zu lösen.
Okay, das ist schon. Jetzt hätte er eigentlich die Möglichkeit, Stellung auf die 15 zu spielen. Weil die 15 ist übel. Ich denke mal, von der 10 die Stellung auf die 15, die wäre mit Sicherheit schwieriger. Ja, da zeigt das an. Ja. Da müsste jetzt dann eigentlich die Weiße hin. Und dann braucht er auch noch ein bisschen Winkel, dass er natürlich auch noch mal die 10 spielen kann. Ne? Spielt sie lang? Tja, da bin ich mal gespannt, wie er jetzt von der 10, ja von der 10 her seine Stellung bekommt. Da bin ich ja mal gespannt jetzt, weil die ist man so nicht spielbar. Ach, da muss man schauen. Von der 10, da muss er ja rechts kurze Bande, also unten kurze Bande, rechts in die lange Bande, über die Tischmitte rüber auf die linke Seite, möglichst so Richtung 3. Auf Tisch Nummer 4, Theresa. Und die läuft. Und läuft. Und läuft. Und läuft und ist tot. Ja. Ja, das war schwer. Vom Tempo. Die Länge der Kugel so zu bestimmen, dass sie dann hier liegen bleibt. Also über zwei Banden. Auf Tisch Nummer 16, Emma Sue Schiller, Kajana Marcic. Auf Tisch Nummer 16, Emma Sue Schiller, Kajana Marcic. Auf Tisch Nummer 17, Erin Maslang, Lynn Pipers. Auf Tisch Nummer 17, Erin Maslang, Lynn Pipers. Auf Tisch Nummer 19, Roxanne Overeem, Lara Hahn. Auf Tisch Nummer 19, Roxanne Overeem, Lara Hahn. So, das wäre ganz sicher, aber ein Foul. Ja dann, da bedankt sich der Kevin jetzt mal dafür. So, da muss er erstmal das Bild wieder analysieren hier. Ja, hat jetzt schon mal einen kleinen Vorteil hier. Jetzt suche auf die 2 und die 3. Entweder löst er jetzt, wenn er sie lochen kann, dann ist es gut. Wenn nicht, löst er sie jetzt und spielt einfach safe. Das kann er natürlich auch machen. Das ist jetzt die Frage. Es hängt jetzt davon ab, ist die 3 spielbar? Aber ja, natürlich ist das spielbar. Wird nochmal ein bisschen nachgelegt. Erstmal kontrollieren. Halt, genau. Langsam brauner. Genau, langsam brauner. Erst nochmal schauen. Ja, wenn er das gelöst hat, ja, mit der 2 und der 7. 2, 7 und die 5.
Schüttel das mal ein bisschen den Kopf. Wahrscheinlich, weil der Winkel nicht ganz so optimal jetzt liegt, wie er das eigentlich vorgesehen hatte. Aber es geht noch ganz schön zurückziehen. Da ist auch ein bisschen wenig Winkel jetzt drin. Zieht er zurück an die lange Bande, ja. Lasst sie über die lange Bande her. Nein, ah, da, guck mal, da kann er es ja noch hier rüberholen. Gut. Was ich jetzt hier von meiner Perspektive, schauen wir mal, nicht sehe, ist, ob die 8 hier rechts in die Ecktasche geht. Ja, sieht es vielleicht so aus. Also es könnte schon sein, dass die hier reinpasst. Geht auf die 6. Aha. Wird wohl die 4 dann als Schlüsselball nehmen, als Stellung auf die 8? Oder? Also entwarten hier. Ne, dann nehmen wir die 4 und die 1 dann als Schlüssel. Oder? Ich glaube, der Winkel ist ganz gut für jetzt von dieser Seite aus, also Sicht aus, mit der Weißen auf die rechte Seite der 8 zu spielen. Ja, genau, da deutet er es an mit der Kühlspitze hier. Da in etwa ist gut, wenn die Weiße liegt. Da muss ein Punkt liegen, muss nur in etwa hier in dem Bereich. Naja, und selbst das ist ja schon nicht einfach. Ich wiederhole es immer wieder, es sieht einfach aus, aber man muss wirklich mal probieren, die Kugel sind vom Tempo her so zu spielen, dass er danach wirklich dort liegen bleibt, dass er dort hinkommt, ja, und schau mal hin, prima, wirklich allerfeinst hier, Kevin Baker, von den Pultages, schön, ja. Ja, Kevin Baker legt jetzt nochmal einen drauf. Und jetzt wird's langsam aber richtig schwer für Janis Schmidt, weil jetzt steht er eigentlich mit dem Rücken zur Wand. Ja. Jetzt steht's nämlich. Wollen wir es mal rüber. 5:2 für den Kevin Baker gegen den Johannes Schmidt. So, Johannes Schmidt hat den Break. Schaut so aus, es ist nichts gefallen. Es ist nichts gefallen und Johannes Schmidt ärgert sich hier. Und Kevin Baker hat jetzt hier die Möglichkeit, wie es so schön heißt, den Sack zuzumachen. Schauen wir uns mal das Bild an. Was nimmt man hier? Was spielt man hier? Puh.
Auf Tisch Nummer 3, Joseph Nashville Florian Vögel. Auf Tisch Nummer 13, Adrian Todic. Die Vollen, ja. Teber. Die Vollen, ja. Ich glaube, ich würde auch die Vollen nehmen. Oder? Johannes Schmidt, Verleihe Bram. Auf Tisch Nummer 26, Janik Schmidt, Cyril Ledoux. Die Halben. Da geht eigentlich eine Kombi, ja. Geht eigentlich eine Kombination hier. Schauen wir. Die Mitteltasche. Jetzt geht er die Kombination an. Oh. Ah, da hätte der Stoppball, der hätte den Stoppball kommen müssen. Jetzt ist die Frage, die 15 geht noch in die Ecktasche, ne? Okay, aber die Stellung dann auf die 13. Da bin ich mal gespannt. Tja, einer der seltenen Schussfehler von Kevin Begger. Ja, da gibt es nochmal zurück. Ja. Hat das auf der Hand gehabt, Mensch. Das ist ein einfacher Fehler, aber das ist es. Das ist es. Billard ist ein hochanspruchsvoller Sportspiel. Wirklich jederzeit 100% Konzentration. Der kleinste Fehler kann sich hier echt fatal auswirken. Ist jetzt auch hier wiederum. Das ist, ja. Schauen wir mal. Auch wieder, ja. Ah, der Kontakt mit den Kugeln, der ist nicht von Vorteil hier, ja. Da wollte er eigentlich nicht drauf, da wollte er drumrum. Oder hätte er drumrum spielen müssen. Manchmal nutzt man das auch, den Kontakt mit den anderen Kugeln, aber das macht man dann immer nur eigentlich bewusst, ja, um ja, den Lauf der Weißen dann zu bremsen, zu stoppen und zu halten. Genau, das muss man nicht immer probieren, Kugeln nicht zu verschieben. Toni da Costa, Leroy Marcic. Ja, und da haben wir einen Schussfehler. Ein Schussfehler, da hat er, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch schon ein bisschen aufgegeben. Manchmal ist in so einer Spielsituation ist es natürlich auch schwer, sich wirklich hundertprozentig dann zu motivieren. Er steht mit dem Rücken zur Wand, gespielt wird auf 6. Benjamin Bayer. Auf Tisch Nummer 12, Kun Chung Chiang, Benjamin Bayer. Auf Tisch Nummer 10, Thomas Czadicek, Rafael Lanko. Chance für Kevin jetzt hier. Doch noch. Den Satz hier für sich zu beenden. Philipp Schild, Silas Schmidt.
Tisch Nummer 22, Philipp Schild, Silas Schmidt. Der Winkel geht. Der Winkel geht, mit dem Winkel kann er leben. Dominik Braunbeck, Dominik Hippert. Wo spielen die Yacht hin? In die Ecktasche? Ist ein schmales Loch. Schmal, aber machbar. Sein Tempo dosieren. Zart spielen, ja. Sehr schön. Wow, schönes Tempogefühl. Dann wird er die 8 in die Ecktasche angehen, ja. Das heißt, oder, ne, das kann er natürlich auch machen. Er könnte jetzt auch die Weiße natürlich auch laufen lassen. Das sieht man schön. Die Weiße laufen lassen. Rechts an die lange Bande, über die kurze Bande wieder raus und dann zum Mittelloch, die 8 in die Mitteltasche. Oh nein, die ist zu kurz. Die ist zu kurz. Geht die direkt? Ich sehe es nicht von hier. Jetzt wird er auch noch. Ist auch noch eine schwierige Situation dann auch noch. Ja, behindert. Da muss er Vorbande spielen. Er spielt Vorbande. Nee, da hat er da noch eine halbe. Hallo, da hat er hier noch eine halbe. Ich habe ja voll geschlafen. Das darf ja nicht wahr sein. Ich habe ja voll geschlafen hier. Da war nur eine halbe. Der hat es richtig gemacht. So, und jetzt noch die 8. Das war's. Kevin Binger gewinnt mit 6:2 gegen Johannes Schmidt. War ein spannendes Match. Naja. Mit Höhen und Tiefen, aber sehr gut gespielt. Kevin Binger. Ja, sehr konsequent, konzentriert. Hat mir gut gefallen. So, dann bis zum nächsten Spiel.